Hello et bienvenue à Rotenturm. On behalf of my family, I warmly welcome you to Rotenturm Castle with its beautiful park. My name is Constanze Schinner and I'm responsible for the event management. I will guide you and describe some details regarding the history of the castle itself and its former and actual owners. Today, we can take a look behind the scenes as a photo shooting is taking place. Finally, we will meet my parents, Professor Consul Heinz and Gabriele Schinner, on the upper floor, and we will end our tour by climbing together the 34-high tower of Red Tower Castle. Please come in and follow me through the representation rooms on the ground floor, which can be rented for weddings and events. The castle is located in the heart of the village of the same name as the castle itself, Rotenturm, in the Austrian Bundesland Burgenland. A nice detail on the side, our region counts the most hours of sunshine per year in Austria. Even today, the sun is smiling. Built in the 1960s as a residence of the influential Austrian-Hungarian family Erdedi, it had changed the ownership several times since 1924. Also, a fire has damaged the entire castle and remained a ruin until my father bought it and started to restore it in 2008. We are also in a historically interesting place. The federal state of Burgenland has only been part of Austria for 100 years. In 1921, the last imperial Kaiser Karl Habsburg visited his childhood friend, the last Earl Tamás Erdedi. He went down in history as the imperial courier in the Sixtus Affair. He was the one who wanted to negotiate the separate peace in the First World War. In September this year, we will have a reading from the diaries of the last Erdedi, so our visitors can count on further exciting details. We are now in the vestibule with its beautiful columns and the last remaining original floor. It also displays the heraldic shield of the Erdedi family. Here you can see collages that documents how devastated the castle was. Pictures say more than 1,000 words, but my father will go into this more detail later on. My personal favorite room is the chapel of Red Tower Castle. Here where already beautiful first wedding kisses were taken place. Let's take a look behind the scenes and come with us to the ballroom. It used to be reserved for aristocrats to celebrate here. Now the doors are open and everyone can become a princess for their wedding day. The main stairs lead us to the first floor, where my parents have their private rooms, and my father will tell us a bit more about the renovation.
begrüße Sie sehr herzlich und erkläre Ihnen gerne, wie meine Tochter angekündigt hat, was wir renoviert haben. Denn Schloss Rotenturm ist eine Ruine gewesen und es hat sich niemand mehr zugetraut, das zu sanieren. Ich habe alleine, wenn ich bedenke, im Erdgeschoss nur Schutt gehabt. Es waren keine Fenster, es waren keine Türen. Mein Sohn hatte Gott sei Dank eine Firma aus Tschechien, die hat uns die ganzen Türen und Fenster geliefert und eingebaut. Und ich hatte also bei meinen Wiener Immobilien ebenso alle Fassaden schon renoviert gehabt. Da wusste ich, worauf man achten muss und habe die Renovierung mit der Fassade begonnen. Das heißt, bevor ich die Fassade machte, hatte ich mir gedacht, ich habe lieber, dass die Arbeiter mir zeigen, ob sie es können, und habe das neue Schlosstor gebaut. Denn es gab ja nur unten ein Schlosstor und heroben habe ich das doppelt so breit gemacht. Das Denkmalamt hat mir einen Baumeister empfohlen, der wollte 1,8 Millionen für die gesamte Fassade. Aufgrund meiner Erfahrung wusste ich, das kann nicht über 900.000 sein. Und habe, nachdem er mich so lange hingehalten hat und dann das mit 1,8 Millionen vorgeschlagen hat, habe ich selber die Ausschreibung gemacht. Und ich bekam sämtliche Anbote zwischen 500.000 und 600.000 Euro. Also weit weniger wie die 900.000. Und da rief mich plötzlich die Firma Pardosa aus Prag an. Wir sind jetzt fertig in Grafeneck. Wir würden dringend eine Arbeit benötigen. Ich sage, meine Herren, wenn Sie unter 400.000 sind, haben Sie nächste Woche den Auftrag. Die hatten die Woche danach angeboten um 279.000. Ich habe zwar in weiterer Folge Ihnen dann 320.000 bezahlt, weil einige Berechnungsfehler waren. Die waren sehr glücklich und haben das blitzartig durchgezogen. Und ich habe denen von den Ungarn, die also begonnen hatten, habe ich die beiden Mannschaften zusammengeführt. Die eine hat auf der linken Seite gearbeitet, die anderen auf der rechten Seite. Und wir waren noch nicht einmal ganz 3 Monate mit der gesamten Fassade fertig. Das hat dazu geführt, dass ich schlussendlich nur 7 Jahre für die Renovierung benötigt habe. Geplant hatte ich, so wie die Staatsoper in Wien und das Burgtheater nach dem Krieg, die wurden ja in 10 Jahren fertiggestellt. Denn was du nicht planst, das kannst du nicht erreichen. Das ist mein oberstes Prinzip. Hier hatte ich halt die Vorstellung, ich könnte mit der Zentralmusikschule auch jedes Monat ein Konzert machen. Und wir sind aber dann auch hier auf Quartalsveranstaltungen umgestiegen. Bedauerlicherweise wurde durch Corona alles wieder abgesagt. Ich hoffe zumindest, dass wir das heuer nachholen können. Denn meine Tochter hätte damit im vergangenen Jahr mit ihren Hochzeiten und übrigen Veranstaltungen längst eine Kostendeckung erreicht. Das ging aber leider nicht, sodass wir hoffen, im heurigen Jahr wieder damit starten zu können. Before we go to the 34 meter high tower, we can take a look at our bridal suite. A unique experience to spend the first night here. Enjoy now with me the view of the 11 hectare English landscape park with its 9 natural monuments, including a 200-year-old ginkgo tree. Since 2019, Schloss Rotenturm became member of the Castle Road Association. Therefore, I would like to invite you, make a journey along the Castle Road and visit one beautiful historical building to the next,
on a 1,001-kilometer-long road trip. I would appreciate if you visit us for one of our cultural events like our classic concert, or when we can plan together the wedding of your dreams. I look forward to seeing you in Roten Turm. I wish you a nice day and stay healthy. Je vous souhaite une merveilleuse journée et reste en bonne santé. Au revoir.